Fräulein Rosner, darf ich Sie bitten, mit mir zu kommen? Beide tot, sagst du? Sensation. Nein, nein, natürlich, es wird alles abgesagt, ja. Danke dir, Otto Edward. Wer ist tot? Bitte, geh her. Allerlei Geschicht, was? Eine furchtbare Nachricht. Was denn? Sarajevo, den 28. Juni 1914. Heute Vormittag um 10:30 Uhr fielen seine kaiserliche Hoheit, der Thronfolger von Österreich, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin, Herzogin Sophie von Hohenberg, in Sarajevo auf der Fahrt vom Rathaus in den Konak einem von langer Hand vorbereiteten Mordanschlag zum Opfer. Die Attentäter befinden sich in Haft. Also entsetzlich. Ja. Und was glaubst du, wird jetzt geschehen? Geschehen? Das bedeutet selbstverständlicherweise Krieg. Krieg mit Serbien. Ja, das glaube ich auch. Was glaubst du, wird jetzt geschehen, Franz? Krieg? Ja. Also müssen die Buben einrücken. Ich melde mich freiwillig. In 4 Wochen sind wir mit den Serben fertig. Und dann? Simon. Ja, Eva. Sagen Sie allen Herrschaften, dass unser musikalischer Nachmittag abgesagt ist. Ja, Eva. Du wirst dich nicht freiwillig melden. Das verbiete ich dir. Entschuldige, Hennet, aber das verstehst du nicht. In diesem Punkt kannst du nichts verbieten. Ich lasse mir auch nichts verbieten. Ich bin deine Mutter, hörst du? Dass du lebst, verdankst du mir. Ich will nicht, dass du in den Krieg gehst und vielleicht nicht mehr zurückkommst. Oder als Krüppel. Wozu sowas? Wofür? Für Gott, Kaiser und Vaterland. Den lieben Gott kannst du ruhig aus dem Spiel lassen. Und das Vaterland? Wer ist das? Frag einmal die Tschechen und die Italiener. Die Ungarn, die Slowaken, die Ruthenen, die Polen, die Serben. Frag dir mal, wie gern sie Österreicher sind. Wir alle sind das Vaterland. Das Volk ist das Vaterland. Volk? Das sind die armen Teufel, die werden nicht gefragt. Die müssen in den Krieg. Aber sie wollen ihn nicht. Ich will ihn auch nicht. Weil du ein Feigling bist. Schluss jetzt! Ich dulde nicht, dass über eine so schwerwiegende Frage wie Krieg und Frieden in meinem Haus in dieser Weise gesprochen wird. Ich dulde es nicht. Dieses Attentat in Sarajevo ist eine freche Herausforderung der Monarchie. Die Friedensliebe unseres Kaisers ist hinlänglich bekannt. Wenn es aber trotzdem zu einem Krieg kommen sollte, dann werden alle als gute Österreicher ihre Pflicht freudig und gern erfüllen. Alle! Gott erhalte, Gott beschütze Österreich und seine Majestät. So ist es in diesem Haus seit 150 Jahren gehalten worden
Und so wird es auch in aller Zukunft gehalten werden. Merkt euch das. Der Papa hat recht. Absolut recht. Das Vaterland ruft und seine Söhne folgen. Das fünfte Gebot heißt nunmehr, äußersten und tragischen Grenze des Lebens sind die Schicksale tausendfältig und verschieden. Wieder Krieg! Fort mit Soldatenfeld! Fort mit allen Zeichen und Erinnerungen an das blutige Gestern! Nie wieder Krieg! Wir feiern! Sehr schön, Frau Rosner. Sie ist eine große Künstlerin. Aber sagen Sie, kennen Sie keinen Charleston spielen? Unsere Gäste wollen tanzen. Charleston? Leider nein. Was ist das? Das werden Sie gleich hören. Geh, Fredel, sei so gut, komm her. Spüren Charleston. Wo wir können reden? Was ist jetzt so? Besser für Sie, wenn es gleich geschehen kann. Wenn du zu mir kommst, heißt das Geld, Mutter. Ich hab keins. Und selbst wenn ich eins hätte, würde ich dir nichts mehr geben. Tut mir leid, Mama. Aber du wirst mir geben müssen. Diesmal sogar ziemlich viel. Du hast mir doch versprochen, keine Geschäfte mehr zu machen und dich mit diesem Xindl nicht mehr abzugeben. Ich habe bis morgen 12 Uhr mittags 2000 Dollar zu erlegen. Das sind nach dem heutigen Kurs an die 16 Millionen Kronen. Wenn ich das nicht kann, werde ich verhaftet. Dazu würde ich es selbstverständlicherweise nicht kommen lassen. Wobei ich nicht an Flucht denke. 2000 Dollar? Sag, wie ist denn das möglich? Ich habe ein Pech gehabt. Ware gekauft, die von der Polizei beschlagnahmt wurde. Ich muss froh sein, wenn ich mit dem finanziellen Schaden davon komme. Was für eine Ware? Waffen und Munition. Ja, wozu denn, um Gottes Willen? Wozu brauchst du denn Waffen und Munition? Und vielleicht begreifst du in diesem Zusammenhang meine Lage. Ich habe kein Geld, Hermann. Ich habe einfach keins mehr. Bis morgen Mittag muss die Sache erledigt sein. Mit dem Hans habe ich gesprochen, er hat mich abgewiesen. Du kennst ja seine verblödeten Ansichten. Ihm ist ja total gleichgültig, was mit mir geschieht. Hauptsache sind die Fabriken und seine Arbeiter. Blieb also noch die Möglichkeit einer Hypothek auf das Haus hier. Dazu ist aber laut Testament ein Familienbeschluss notwendig. Du kennst ja die Familie, die passt zu dem Testament. Ich habe also noch eine Chance, Mama. Welche denn? Deinen Schmuck. Den Schmuck? Den ich von meiner Mutter und von der Großmutter geerbt habe? 14 Tagen hast du ihn zurück, ich gebe dir den Schuldschein. Na, hör auf. Das kann niemand mehr hören. Bitte. Kann ich natürlich nicht zwingen, Mama, dass du mir hilfst. Aber es ist dir doch klar, was geschieht, wenn ich bis morgen Mittag nicht zahlen kann. Ich gebe dir den Schmuck. Aber in Zukunft will ich mit dir nichts mehr zu tun haben.
Sie entschuldigen, dass ich Ihre Unterhaltung gestört habe. Ich bin ein alter Mann, aber solange ich lebe, werde ich nicht zulassen, dass man unsere große Vergangenheit so wenig respektiert. Spielst du auf einem anderen Klavier? Hi. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Jedermann-Aufführung habe ich betrieben, um einem internationalen Publikum Gelegenheit zu geben, die wahre Meinung des österreichischen Volkes kennenzulernen. Wenn die Polizei Sie nicht geschützt hätte, hätten Sie die wahre Meinung des Volkes kennengelernt. Hohlköpfe gibt es überall. Ausgenommen bei den Nationalsozialisten. Sehr richtig. Natürlich. Sie finden es sicher auch überaus sinnig, dass Sie sich bei Ihrer Mitwirkung bei den Festspielen ausgerechnet das Vaterunser aussucht haben, was? Nicht sinnig, aber wirksam. Besonders für Sie. Nach Ihren bisherigen Vorstrafen können Sie mit einem halben Jahr mindestens rechnen. So lange dauert der Zauber hier nicht mehr. In einem halben Jahr sitzen Sie. Sagen Sie einmal, Herr Alt, Sie stammen doch aus einer alten, angesehenen Wiener Familie. Warum kämpfen Sie gegen Ihr Vaterland? Ich kämpfe für meinen Führer Adolf Hitler. Mein Vaterland ist ein drittes Reich. Österreich muss heim ins Reich. Armes Österreich. Wir sehen uns nachher noch im Amtereal. Jetzt gewiss wieder zu den Enkeln untergegangen sein. Tierli, das Fenster aufreißen. Da kriegst du Schnupfen und Husten wieder. Ah. Erkennst du mich nicht mehr, Frau Schwägerin? Hermann. Ich bin wieder da. Ein wenig lang hat's gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Aber wie ist euch immer gegangen? Ah, Sie sind ja Sprösslinge. Ich bin euer Onkel Hermann. Wie heißt denn du? Franz. Aha, nach dem Großvater. Na, du? Henriette. Nach der Großmutter. Wo ist denn die Mama? Ich war schon oben im vierten Stock, ist jetzt aber niemand. Komm weiter. Ich werde den Hans holen. Ja. Hast du den Fackelzug vorhin gesehen? Nein. Der Papa hat nicht wollen, dass wir auf die Straße gehen. Ach so. Hans! Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Strich unter die Vergangenheit, wir fangen jetzt ein neues Leben an. Du wirst sehen, wie es jetzt aufwärts gehen wird. Und wer euch alle getäuscht hat, du und auch die Mutter. Wo ist sie denn? Ist sie bei euch?
Ja. Ich möchte nur sagen, dass ihr keine Angst mehr zu haben braucht. Ich habe alles gerichtet. Was? An den kleinen Schönheitsfehler in den Papieren. Weißt du, sie wird keine Schwierigkeiten mehr haben. Das glaube ich auch. Komm. Hier ist die Mutter. Vor einer halben Stunde ist man gekommen, um sie zu holen. Sie hat es vorgezogen, unbehelligt zu bleiben. Einen Toten